Es war einmal vor langer, langer Zeit eine Königin in Stellberg auf dem Schloss Honig. Sie wünschte sich schon lange ein Kind, doch ihr Wunsch wollte nicht in Erfüllung gehen. Eines Tages saß sie am Fenster und nähte, und wie sie so nähte und als sie gedankenversunken aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Hätte ich doch ein Kind, so weiß wie der Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie der Fensterrahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Und darum wurde es Schneewittchen genannt. Und als das Kind geboren war, starb die Königin. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Frau. Sie war so schön, aber stolz und übermütig und duldete es nicht, von jemandem an Schönheit übertroffen zu werden. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Bring das Kind hinaus in den Spiegelwald. Ich will es nicht mehr sehen. Dort sollst du es töten und mir Lunge und Leber als Zeichen mitbringen. Jawohl, meine Königin. Lieber Jäger, lass mich doch leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nie wieder heimkommen. Dann lauf, du armes Kind, und rette dein Leben. Ich werde von wilden Tieren Lunge und Leber der Königin als Beweis mitbringen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Wer hat von meinem Brötchen genommen? Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Wer hat mit meinem Gelbischen gestochen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Und wer liegt denn da in meinem Bettchen? Willst du uns im Haushalt führen? Kochen? Betten machen? Waschen? Nähen? Und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinhalten? So kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen. Ja, ich mache das. Versprochen. Der Jäger hat mich angelogen. Jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hand. Ich verkleide mich als Krämerin. Schneewittchen soll sterben. Ich darf niemanden reinlassen. Mir auch recht. Meine Äpfel werde ich schon los. Da, ich schenke dir ein. Nein, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du Gift? Siehst du, da schneide ich den Apfel zwei Teilen. Die rote Hälfte ist du, die weiße ist ich. Dich können die Zwerge nicht mehr wecken. Ein schönes Mädchen habe ich noch nie gesehen. Bitte, liebe Zwerge, gebt es mir mit aufs Schloss, damit ich es immer bei mir haben und betrachten kann. Wir geben unser Schneewittchen nicht um alles Gold der Welt. So schenkt mir doch den Sarg, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ups, ups, ups. Ups. Ups, ups.
Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist bei mir und den 7 Bergbauzwergen in Ösnitz und habe dich lieber als alles andere auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute.